Dr. Monika Jägermanns stammt aus einer ungarndeutschen Familie. Der alltägliche Gebrauch der deutschen Sprache ist für sie selbstverständlich. Also ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie. Meine Großeltern stammen aus der Somodai und aus der Pranau. Auch ich habe lange Jahre in Nagyvárad neben Mohács gelebt und nachher in Pécs und dort studiert. Und ich habe geheiratet und nachher bin ich nach Beuer gezogen. Und zuerst habe ich angefangen, ein Jahr zu unterrichten am Ungarn-Deutschen Bildungszentrum und nachher kam ich nach den Kindern, also wir haben zwei Kinder, nach den Kindern kam ich an die Hochschule. Ich habe mir vorgenommen, eine ganze Reihe von Fachbüchern zu verfassen und methodische Hilfe zu geben im ungarndeutschen Bildungswesen. Im November 2021 ist ihr neuestes Buch mit dem Titel »Ich reime dir was« erschienen. Eigentlich habe ich zwei Jahre daran gearbeitet und hatte das Ziel, selbstgeschriebene deutsche Kindergedichte und Kinderreime zu schreiben. Ich weiß, dass es jetzt ein großes Wort ist. Ich bin keine Dichterin oder dieser Band ist erschienen aus einem pädagogischen Aspekt, nämlich circa 280 Gedichte und Reime begleiten das Kind während des ganzen Jahres, also in allen Jahreszeiten und auch während des ganzen Tages, also vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und auch noch bei Geburtstagen, bei Muttertag, bei Fasching und in allen wichtigen Feierlichkeiten eines Kindes, eines Kleinkindes, wollte ich ein paar Beispiele dafür geben, wie wir hier in Ungarn mit nicht deutsch sprechenden Kindern, also die die deutsche Sprache nicht als Muttersprache beherrschen, doch mit Reimen, Melodien, Rhythmen, mit der deutschen Sprache spielen können und wie diese Gedichte und Reime dazu beitragen, dass die Kinder die deutsche Sprache lieb gewinnen und dass sie die deutsche Sprache auf einem immer höheren Niveau erwerben können. Also spielerisch durch Tätigkeiten. Es geht wirklich um kleine Tiere und um Blumen, Frühlingsblumen und also sehr verschiedene Thematik ist in diesem Buch drin. Als Hilfe habe ich gedacht und habe ein Wortregister zusammengestellt. Also wenn jemand zum Beispiel zum Igel oder zum Nikolaus oder zum Tischdecken oder zum Mittagessen ein Gedicht sucht, dann kann man auf den letzten Seiten dieses Wortregister finden. Ich möchte mich hiermit auch bedanken, vor allem bei meinem Mann, weil er sehr viel geholfen hat und mich sehr unterstützt hat bei dieser Arbeit. Er war auch der Lektor dieses Bandes und es ist ja im Eigenverlag erschienen, die ganze Reihe. Das bedeutet, dass aus eigener Tasche, aus eigener Finanzierung, aus der Familienkasse diese Druckkosten rausgeholt worden sind. Ich bedanke mich auch noch beim Herrn Dr. Bechtel, Helmut Hermann Bechtel, der ein Fachexperte der ungarndeutschen Kinderliteratur und Literatur ist. Er hat mir ein Nachwort geschrieben zu diesem Buch. Der faule Frosch. Der faule Frosch am Waldesrande sonnt sich und döst, oh wie Schande. Er quakt und quakt den ganzen Tag, will nur machen, was er mag.
Es ist ein Werk erschienen, das zu Hause, im Kindergarten und in der Unterstufe der Grundschule zur frühen Förderung der deutschen Sprache eingesetzt werden kann.